Hallo, liebe Deutschlernende. In letzter Zeit habe ich mir viele Gedanken über Freundschaft gemacht. Ja, ich denke, Freundschaften sind sehr wichtig und Freundschaften sind auch etwas, was einem sehr viel Energie geben kann. Ja, bei mir ist es gerade so, dass zwei meiner besten Freunde verreist sind, ja, für lange, lange Zeit. Und ja, das merke ich schon an mir, dass ich sie vermisse. Und ich merke auch, was mir fehlt. Ja, dadurch, dass meine Freunde verreist sind, merke ich echt, was mir fehlt. Ja, manchmal merkt man erst, was einem fehlt, oder man merkt, wie wichtig bestimmte Dinge für einen sind, erst wenn man diese Dinge nicht hat. Ja, man sieht manche Dinge als selbstverständlich an. Ja, man hält es für selbstverständlich, aber wenn es dann mal nicht da ist, dann merkt man, dass es gar nicht so selbstverständlich ist. Und ich skype natürlich mit meinen Freunden, und letztens habe ich auch mit meinem Kumpel geskypt, und ich habe echt gemerkt, wie viel mir das gegeben hat. Ja, das war echt richtig schön, mit ihm zu skypen, ja, weil ich ihn seit mehreren Wochen nicht gesehen habe. Ja, und eine meiner Freundinnen kommt in ein paar Wochen wieder, der andere, der kommt in ein paar Monaten wieder. Aber zum Glück gibt es das Internet, zum Glück gibt es Skype. Aber in diesem Video wollte ich nur darüber reden, für euch, um mit euch ins Gespräch zu kommen über Freundschaften und wie wichtig Freundschaften sind. Und ich bin gespannt auf deine Meinung. Kannst du mir mal schreiben in den Kommentaren, ja, was du so hältst von Freundschaften. Ich meine, ich bin mir sicher, wir sind einer Meinung, aber Freundschaften sind wichtig. Und es ist, denke ich, auch sehr wichtig, Freundschaften zu haben, die gut sind, ja, weil genauso wie eine Freundschaft uns ganz viel Energie geben kann, so kann eine Pseudo-Freundschaft, ja, uns auch ganz viel Energie nehmen. Ja, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die nicht gut für uns sind, von denen wir nur denken, das wären Freunde, aber es sind keine wirklichen Freunde, ja, dann nimmt das Energie. Ja, dann verwenden wir sehr viel Energie darauf, eine Beziehung mit jemandem zu haben, den wir eigentlich gar nicht mögen oder der uns nicht mag. Ja? Insofern ist es immer gut, sicherzustellen, dass die Leute, mit denen man sich umgibt, dass das auch gute Menschen sind. Ja? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich bin immer gespannt, ich bin immer neugierig, was du so denkst. Wir sehen uns morgen. Tschüss.